Ja, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces. Ja, in der letzten Folge haben wir Velenik erreicht und sind hier in der Herberge gelandet, haben uns ein bisschen ausgeruht, haben Informationen gesammelt, die dafür sorgen, dass wir jetzt nach Severed unterwegs sind und wir gehen jetzt zur Hauptstadt Severed. Ja. Okay, geht's? Hallöchen? Okay. Lass mich raten, da sind Monster auf dem Gebirgspass. Das ist natürlich eine sehr unerwartete Wendung der Geschehnisse. Ich weiß nicht, hat sich jetzt. Nee. Ist ja klar, dass hier noch keine neuen Anfragen sind. Der Fendel-Gebirgspass. Gehen wir mal hier durch. Das sieht bestimmt einladend aus, ne? Ne? Ja. So. Wehrmeise! Ich mach euch platt. Ich hab langsam auch mal genug Hubert gespielt, ne? Allerdings wird mir nicht so schnell langweilig, den Typen zu spielen. Da muss man auch einfach mal sagen, er ist wirklich gut zu spielen. Nein. Verdammt. Ich Espel wieder oder Sophie. Weiß nicht. Mal gucken. Ja. Bin ich froh, wenn wir irgendwann mal mit 10 SK durch die Gegend laufen. Weil dann können wir Gegnerforscher-Titel, Doppel-Extra-Titel. Geil. So, gehen wir mal mit Sophie. Obwohl, ich glaube, ich spiele mal Merrick, weil er voll wenig Titel hat. Oder? Ja. Weiß nicht, dann greife ich mit ihm so A-mäßig an, ne? Na, was haben wir hier? Eisspitzen. Kaltfront. So, alles bis auf Kaltfront. Kann ich am besten einsetzen. Spektralketten. Feuerschlag. Und Kaltfront, da kommt Gletscherschauer. Ne? Okay. Also ich kann alles jetzt einsetzen. Photon Burst. Das heißt, ich werde wie ein Irrer Spam. Verbrennung. Warte mal, Verbrennung. Ja, Verbrennung. Und Feuerschlag auch. Oh, auf mich. Aber auf mich hier gezielt. Also immer schön Feuerangriff einsetzen. Das bringt hier euch. Auch bei denen, ja, bei denen auch. Ja. Das ist ein Protonen-Explosion, auch wenn das voll langweilig aussieht. So, Hubert und Sophie. Wird. Da lang geht's, also gehen wir da lang. Logische Schlussfolgerung. Will nicht angreifen, danke. Au. Au. Wer zielt die ganze Zeit immer auf mich mit dem Scheiß? Au. Okay, wer macht das die ganze Zeit? Immer leicht auf den Nerven. Scheinst du, ne? Zack. Nein, hier. So kam die nicht so eine lange Wegzeit. So, langsam aber sicher lernen wir wieder neue Sachen. Platin-Tunika. Ein Finstertrunk. Habe ich schon, egal. So, Tunika. Ja. Ich war schon bald irgendwann zusammen, aber egal. Also Platin-Tunikas. So, hier sind viele Leute. Und da liegt was.
direkt wegwerfen. Unerbitterliche Wahrheit. It sure gets cold inside these caves. This isn't a cave. It's a tunnel through the mountains built by the Fendalian government. Humans built this? That's incredible. Yes, and ever since its completion, Fendal has pestered Windor with incessant incursions. If it wasn't for this, Dad might still be alive. With Fendal free to torment Windor as it pleases, there can be no peace or joy for Lant. Peace or joy? Those words sound odd after seeing the people of Velenik. Are we the victims here? Or are they? And if Fendal is the greater victim, what do you plan to do about it? I don't know. But someday, we may have to come up with an answer. Ja. Lass mich raten, du würdest es nicht tun. Weil Hubert würde sagen, ich würde es tun. So, warte mal hier. Hat Ruhe. Mächtiges Pulver. Das kann man, glaube ich, benutzen, um diese Status-Kräuter hier aufzuballern. Objekte sind eigenartig, oder? Sie haben die verschiedensten Formen und den verschiedensten Zwecke. Man nennt mich Vielsammler. Ha, ist schön, einen Titel zu haben. Wenn man nichts anderes hat, ja. So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier kommt man, glaube ich, nirgends hin, ne? Okay. So, wenn er wieder. Ich wollte. Ah, egal. Schon sagen wir da schon wieder, eine scharfe Klaue liegt. Oh, Angry Hall of the Dragon God. Ja, auf euch. Ihr geht mir nämlich auf Nerven. Eure Castzeit, die ist einfach unmenschlich. Die auch so eine Castzeit haben. Aua! Aber er wird hier von allen lediert irgendwie, aber die kommen trotzdem hier dazu anzugreifen. Ich weiß, ich mache hier irgendwie den Zielkampf, aber was soll's. Da seht ihr, ich gehe näher. Traue mich was. Photon Burst. Photon Burst. Never give up. So, Sophie. Hat Abwehr erlernt. Gut. Das ist immer gut. Verringert den Schaden, wenn man abwehrt. So, was haben wir denn mit Sophie noch? Irgendwelche guten Titel. Maximal KP, ja. Überauflage, lange Zeit auf kleine Art runter. Ja, das ist natürlich auch sehr gut. Letzte Faust. Wir schauen, ob wir machen wir das. Mal machen wir das. Glaube ich. Jetzt überall KP sehe ich gerade. Naja. Überleben haben. Mach mal das. Wird schon gut gehen. Eine mysteriöse Flüssigkeit. Dann haben wir hier Abfall. Nehmen wir natürlich mit. Er tut einen Abfall hier auf so einem Berg hier deponieren. Oh, das ist für Dingens, für Malek. Wird hier irgendwie zugeschüttet mit den ganzen Sachen. So. Mal hier ein Dings Gefrierbahn ausrüsten, weil ich habe dort früher werden die brauchen. Mein Gott, sind hier doch viele Gegner. Na, zack. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Aua, aua, maha. Er hat, au, er hat so viel HP, aber geht so schnell drauf. Verdammt, hat nicht gereicht. Geh weg. Bam. Und verdammt. Präzision, geil. Aber der Baum ist ja auch eine Entdeckung, wenn ich mich irre. Wieder eine Hartschuppe weg damit. Aber da runtergeschmissen, Klippe in dem Abgrund. Was die Zukunft bereithält. That's gotta be it. The research. And what are we muttering about? Something to do with this frozen tree, perhaps? That is no answer. Now speak. What are you trying to hide from me? Huh? Oh, nothing at all. I'm just wondering what's up with the Valkyness. What's up
The Valkanis is near Zavhurt, yeah? So I'm just worried about what kind of research they're conducting. Do you think that it's possible that the military might be using the Eleth from the Valkanis? If Fendel is thinking along those lines, it falls to us to stop them. And then we can dispense with that other menace to the Valkanis as well. I wonder if Richard will be there. Hoffen wir nicht, weil sonst geht das böse aus. Aber eine Schatzfrau, verdammt. Du zauberst. Jetzt nicht mehr. So. Komm her! So, und du auch. Mann, warum bist du so badass, wenn du vom Computer gesteuert wirst, Jubert? Gibt's doch einfach nicht. Das ist doch krank. So, Truhe. Hier. Ding. Jawohl, Geld. Okay, wenn ich mich nicht irre, dann... Ich wollte dir eigentlich ausweichen. Was? Du kannst auszaubern. Oder bringt das nicht mehr? Nee. Entschuldigung. So, wenn die Gegner mich nicht angreifen, dann läuft das eigentlich. Because my eyes are bad. What? Are they dangerous? Somebody save me. Ja, Jubert, du musst auch was reingedrückt bekommen. Meine Augen sind schlecht. Heißt das, sie sind gefährlich? Kann mir bitte jemand helfen? Schön. Nein! Mein Gott, sie ist schnell am Zaubern. Ich ziehe irgendwie gar nichts ab in meinen Zauber. Nee, irgendwie nicht. Was soll das? Seid ihr anfällig? Ja, irgendwie nicht. Boah. Nein, nein, nein. Zack, zack, zack. Bringt's irgendwie nicht so. Was soll das? Geh weg, geh weg. Oh mein Gott, das ist so krank, wie schnell du zaubern kannst. Dritter Grad, der Titel und Schatzsucherin. Geil. So, hier ist ein Pfeil. Wenn wir da drauf drücken, vorsicht, plötzliches Gefälle. Ach, was? Das wird lustig. Oh, nee. Und wir sind wieder hier. Bläh. Ich dachte irgendwie, dann wird noch ein Schatz oder so freigeschaltet. Aber egal. Habe ich mal gezeigt. Ich muss ja alles zeigen, ne? Sag mal bloß nicht, dass ich nochmal gegen dich kämpfe. Ein Gummisamen, super. Ich weiß nicht, die Hauptstadt müssten wir eigentlich noch in dem Part hier erreichen. Nicht mehr so weit. Da geht eigentlich voll schnell hier, wenn ich mir so Strata zurückdenke, ne? Ja, okay, da ist auch mehr oder weniger was dazwischen gekommen. Kann ja immer noch passieren, weiß man ja nicht. Hallöchen. Was ist mit dir? Wer bist du? Heilige Schneeflocke, ist das die Rockerung-Flöte? Das? Ja, ich glaube, ja. Ja, ich glaube. Was? Wie haben sie ihn in seinen Magen gefunden? Hm, das war merkwürdig. Hey, nennt mich nicht verrückt, merkwürdig, sonst kriege ich ihr, sonst kriegt ihr von mir eine dicke, fette, schweißige Umarmung. Brrr, was ist denn los mit euch? Ich war auf das Schlimmste gefasst, als ich hierher kam, aber jetzt ist es noch schlimmer gekommen als schlimm. Tja, das war's wohl, ich kann genauso gut nach Zaffer zurückgehen. Okay. Hat irgendwer eine Ahnung, wovon er redet? Tun wir einfach so, als hätten wir ihn nie gesehen. Ich finde, das ist eine famose Idee. Hey, was steht hier so rum? Bewegt euch! Wenn ihr uns etwas zu sagen habt, dann raus damit. Wir sind nicht so blöd, euch durch einen Schneesturm zu folgen. Und wer ist dann blöd? Wollt ihr etwa sagen, ich? Dieser Typ ist ein totaler Spinner. Hey, Fräulein, ihr habt gerade gedacht, ich sei ein totaler Spinner, stimmt's? Was?
Was? Nein, ich... Schluss damit. Sagt schon, was ihr wollt. Schon gut, schon gut. Diese Rockerungenflöte, die ihr habt, die gehört eigentlich mir. Moment, dann seid ihr also der Kerl aus dem Haus vom Magen des Rockerungen? Was für ein Irrer baut sich ein Haus im Magen? Ich bin kein Irrer, habt ihr meinen Brief nicht gelesen? Was zum Teufel? Man kann ja echt nicht leise denken, oder? Jeder hört das immer. Ich kann mich dunkel an einen Brief erinnern. Ihr wolltet, dass wir den Rockerungen retten, weil ihr es nicht konntet, stimmt's? Ehrlich gesagt habe ich mir euch anders vorgestellt. Hey, ich wollte die ganze Sache nur etwas dramatischer aussehen lassen, klar? Dieser Typ geht mir schrecklich auf den... Wie dem auch so, vergesst den Rockerum. Rettet lieber mich. Könnt ihr um Himmels Willen bitte endlich auf den Punkt kommen? Ist ja schon gut, meine Güte. Es ist so. Ich will meine Erkenntnisse über den Rockerum bei der bevorstehenden Akademiekonferenz präsentieren, aber niemand glaubt mir. Ich frage mich, weshalb. Wo ist überhaupt Sophie? Akademie? Akademikerkonferenz? Wenn ich mir diesen Mann ansehe, bezweifle ich, dass es diese Konferenz wirklich gibt. Ich werde auch auf die Macadamia-Konferenz. Ich sage ja Akademiker. Für euch mag ich vielleicht nicht so aussehen, aber ich bin in der Tat ein außerordentlich begabter Forscher. Ich traue diesem Typen kein bisschen. Ich glaube, er will uns austricksen. Das ist kein Trick, ich schwöre es. Seht ihr, ich habe gerade eure Gedanken gelesen. Jetzt müsst ihr mir glauben. Ja, genau, das erklärt natürlich alles. Also folgendes. Ich brauche etwas Rockergong-Fell. Ich habe schon eine Anfrage im Server eingereicht, aber keiner kümmert sich darum. Wahrscheinlich sind sie so schlau, sich von euch fernzuhalten. Ihr kränkt mich. Dann wollt ihr also, dass wir euch ein Rockergong-Fell beschaffen? Jawohl, ganz genau. Ich gehe dann mal zurück in die Stadt. Meldet euch, wenn ihr es habt. Wartet, ihr wisst nicht zufällig, wo man das bekommt? Darum engagiere ich doch euch, meine Güte. Ihr kommt nicht mit. Ich dachte, ihr wollt zurück zum Rockerong. Nee, da muss ich passen. Ich gehe nach Hause und wärme mir die Füße am Feuer. Aber viel Glück. Wir treffen immer nur merkwürdige Leute. Tja, ich habe gerade keine Idee. Ich bezweifle, dass dieses Vieh im Innern ein Fell hat. Das heißt, wir müssen an seine Außenhaut halten. Na wunderbar. Okay, dann greifen wir mal den Rockerong an. Uninteressanter Nebencharakter, auch der sieht schon uninteressant aus. So, neue Gegner. Nice. Wie killt sie uns? Oh nee, nicht die Viecher. Ich hasse diese Viecher. Ich schleudere die ganze Zeit immer in die Luft. Warte, ihr seid nicht gegen Dingens. Nein, geh weg. Die greifen einen und dann tun die einen überwerfen. Das ist so nervig. Da, genau das. Ich hasse die Viecher. So, aua, aua, aua. So, da greift mich mal an. Tauben, geil, die hatten wir noch nicht. Die sah eigentlich titelmäßig aus mit den Sherry und Pascal, ja. Geht. Din, 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 din. Oh, Truhe. Die habe ich nicht gesehen. Das ist noch eine Truhe, das ist ein Gegner, den machen wir platt. So, bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich, danke. Au, Sackgesicht. Mein Gott, ich habe keinen vernünftigen Zauber gegen die Viecher. Oder? Nein, nicht auf mich. Aua. Behold. Verdammt. Bleib hier. Verdammt. Ah, das ist die falsche Bescheidenheit, Sophie. Eine Goldscheide. Ja. Gib mal erstmal. Nee. Zwei Werte stärker, mein Gott. Wenn sie ruhig ein bisschen... Na, wie nennt man das? Großzügiger sein können, was das angeht. Ich glaube, wir gehen mal da lang als erstes. Zack. Wenn jemand, ja, ihr seid gegen Feuer anfällig, geil. Aber ihr seid doch verflucht schnell. Aber ich habe auch eine Mystic Art. Und ich habe ja gerade zwei Gegner weggehauen, die gegen Schwäche anfällig sind. Wow, das ging verflucht schnell. Stattlicher Baron-Titel, okay.
So, wir können einen neuen Titel für Jubert vergeben. Tom, ein Boss. Mega schon stoßen, nee. Noch nicht. Einer Win. Banker P. Was haben wir hier? Präzision, Sturmbeißer. Ja. Oh, das dauert viel zu lange. 2800, hallo. Zaubern. Kritsch langsam, Gegner verlangsamt, Kritsch plus 1, Ausweichen plus 6. Machen wir also wohl auch 15 Sachen. Wohl, Vitalität. Warte mal, hier haben wir was Neues. Gegnerforscher, ja, meinetwegen. Und ihr, ne, Bank-KP brauche ich nicht. Ja, wegen der Erfahrung. Und nee, brauche ich nicht. Es war so schwierig hier mit den Aufnahmetitel zu vergeben. Außerhalb der Aufnahmen ist er besser. Was? Nein. Ah, hier. Es hat vollbringend den kritischen Schaden zu erhöhen. Man KP brauche ich nicht. Ja, nehmen wir das. Ja, funktionieren das Zahn. Und da haben wir Melonen. Kohlköpfe. Meine Kohlköpfe. Hochrisiko Hochland. Highlands Cabbage. That looks tasty. Interesting. I never thought the day would come when I could say we've officially seen the Fendel Highlands. What do you mean? Haven't we been seeing them all along? Until now, no man of Strata has ever seen the Highlands. Hey, so now you can brag about it when you get back. I suppose so. It is quite a point of pride. After all, no one we sent through Fendel Mountain Pass has ever returned. Wait, what do you mean? We sent countless spies to infiltrate Fendel, but none made it to the Imperial capital of Zavhurt and returned. Incidentally, the capital is said to be right past the Highlands. But we'll be able to make it back, right? I'm sure our men said the same thing. Okay, das ist sehr beruhigend, aber wenn das irgendwie die gleichen Geschichten sind wie die Leute, die anscheinend gegen die Strateme alle gestorben sind, dann naja, steht unsere Chance ja doch ein bisschen gut, ne? Also, und ich will jetzt ein bisschen mehr die Gegner ignorieren. Der Part, der nähert sich langsam dem Ende. Und gehst du mal weg? Ich möchte mich jetzt langsam mal der Hauptstadt nähern. Die müsste jetzt hier genau sein. Ja, da vorne ist schon mal der Eingang. Da kommt wahrscheinlich jetzt noch Skid, um die Laune zu verderben. Ja, Vorwand. How long can it keep snowing like this? I'm freezing here. Hey, Sophie, how about you and me cuddle up? You seem in high spirits. Meh, I don't mind the cold so much. But you've been making a big deal about how cold you are ever since we got to Fendel. I have? Okay, I get it. You just wanted to touch her. Go ahead, Sophie. You can tell Pascal to shove off. Sophie? Hmm? Oh, yes. Shove off, Pascal. You okay? You've been acting strange ever since we saw Richard again. That's not true. I'm okay. Was für ein Zufall. Aber ich würde sagen, Hafen nach Zavhurt. Ja, super. Ich hoffe, da kommt keine Cutscene oder so. Na gut. Obwohl, ja, hab schon mal ein bisschen gespoilert. Egal. Gehen wir nochmal zurück und speichern dir, weil ich habe jetzt keinen Speicherpunkt auf den ersten Blick gesehen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graystep. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.